Liebe Mannheimerinnen und Mannheimer, liebe Freunde Israels. Am vergangenen Samstag hat in den frühen Morgenstunden ein beispielloser Angriff auf den Staat Israel begonnen. Unzählige Raketen fielen auf die Menschen in Israel. Gleichzeitig sind hunderte bewaffnete Terroristen aus dem Gazastreifen in das israelische Kernland eingedrungen. Sie töteten, vergewaltigten, misshandelten und verschleppten Hunderte von Israelis, darunter viele Frauen, Kinder und Jugendliche. Das sind barbarische, menschenverachtende Terrorakte, die durch nichts zu rechtfertigen sind und die von uns auf das Allerschärfste verurteilt werden. Unsere Gedanken und unsere Gebete sind in diesen schweren Stunden bei allen Menschen in Israel. Ich habe mit meiner Amtskollegin in Haifa, Dr. Einhard Kalisch-Rothem, telefoniert und ihr unsere Solidarität zugesichert. Sie befindet sich derzeit im Notfallzentrum von Haifa und koordiniert die Lage vor Ort. Wir wünschen ihr und allen Freunden in Haifa, dass die Stadt von weiteren Terrorakten verschont bleibt. Als Zeichen unserer Solidarität habe ich heute angeordnet, dass die israelische Flagge am Rathaus gehisst wird. Wir stehen in diesen schweren Stunden zu unseren Freunden in Israel. Lassen Sie uns gemeinsam deutlich machen, dass wir jede Unterstützung des Terrorismus ablehnen. Die Bilder von Menschen, die diese Terrorakte auch noch bejubeln, sind widerlich und abstoßend. Aufrufe zur Vernichtung Israels, jegliche Art von Antisemitismus und die Dämonisierung des Staates Israels finden unseren schärfsten und entschiedenen Widerstand. Ich bin froh und dankbar, dass wir in Mannheim ein enges und vertrauensvolles Verhältnis zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften haben. Dabei möchte ich die Mitglieder der muslimischen Gemeinde in Mannheim ausdrücklich einschließen. Denn die Terroristen aus Gaza sind nicht, wie sie behaupten, fromme Muslime. Sie sind fanatische Terroristen. Wir dürfen nicht in deren Falle tappen und uns durch ihre Taten entzweien lassen. Wir wollen friedlich und in Respekt zusammenleben. Ich danke allen Menschen in Mannheim, die sich für Frieden, Toleranz und Respekt einsetzen. Lassen Sie uns heute der Opfer gedenken und in Solidarität mit Israel gemeinsam gegen die feigen und brutalen Terrorakte stehen. Vielen Dank.